Grundwert, Prozentsatz und Prozentwert. Hier habe ich die Formel sozusagen dafür aufgeschrieben, wie man den Prozentwert ausrechnet. Und zwar den rechnet man so aus, indem man sagt, der Grundwert mal den Prozentsatz ergibt den Prozentwert. Das wollen wir jetzt mal rechnen. Und zwar nehmen wir hier eine Aufgabe, die heißt 300 Kilometer haben wir. Diese 300 Kilometer, das ist der Grundwert. Der Grundwert ist immer 100%. Das entspricht 100%, ne? Grundwert mal Prozentsatz. Jetzt wollen wir mal 15% rechnen. Mal 15%. 15% vom Grundwert. Dafür kann man schreiben mal 0,15. Ne? Also 300 Kilometer mal 0,15. Man schreibt hier nicht hin mal 15%, das kann man schlecht in den Taschenrechner eingeben oder rechnen. Man schreibt hier 0,15 mal 0,15. Und herauskommt 45 Kilometer. Die 45 Kilometer sind genau 15% von diesen 300 Kilometern, vom Grundwert, der 100% ist. Jetzt mache ich nochmal eine Aufgabe. Das hier 45 ist der Prozentwert, ne? Mache ich genau nochmal so eine gleiche Aufgabe, wo wir den Prozentwert errechnen. Und zwar haben wir 150 Liter Wasser zum Beispiel, ne? Das ist der Grundwert. Der Grundwert sind 100%, ne? Das ist der Ausgangswert. Mal Prozentsatz. Mal, jetzt nehmen wir 90%. Wie viel sind denn das? 90% von 150 Liter. Also müssen wir hinschreiben mal 0,90. Wenn wir hinschreiben würden 0,10, dann sind das 10%. Wenn wir hinschreiben würden 0,01, dann sind das 1%. Bei 0,05 sind das 5%. Ne? Hier haben wir gerechnet 150 Liter mal 0,90, also das sind 90%, ne? Ergibt den Prozentwert und herauskommt 135 Liter. 135 Liter sind 90% von den 150 Litern. Ne? Wenn man hier hinschreiben würde mal 1, dann sind das 100%. 150 Liter mal 1 sind 150 Liter. Das ist wieder der Grundwert, also 150 Liter. Ne? Das sind die 100%. Jetzt machen wir noch eine Aufgabe, wo wir einen Prozentwert errechnen können. Und zwar 600 Kilogramm. Von 600 Kilogramm wollen wir ausrechnen, wie viel 55% davon sind. Also mal, jetzt nicht mal 55% hinschreiben, sondern mal 0,55. Ne? Bei 60% müsste man hinschreiben mal 0,60. Ne? Hier haben wir 55%. Und zwar kommt dann heraus, 600 Kilogramm mal 0,55 ist 330 Kilogramm. Ne? Das ist sozusagen gesucht, der Prozentwert, das Ergebnis ist gesucht. Wir haben den Grundwert, das sind 600 Kilogramm, und den Prozentsatz, nämlich 55%. Ne? Genau, und so können wir dann halt den Prozentwert errechnen. So, jetzt stellen wir gleich die Formel um. Und diesmal ist nicht der Prozentwert gesucht, sondern der Grundwert. Wie groß ist eigentlich der Grundwert? Ne? Ich wische das nochmal weg und dann geht es gleich weiter. So, jetzt suchen wir den Grundwert. Diese Formel hier oben, Grundwert mal Prozentsatz,
ist gleich Prozentwert, die habe ich umgestellt nach dem Grundwert. Das heißt, der Grundwert steht hier auf der linken Seite. Dieser Grundwert steht hier ja schon. Dann muss man durch Prozentsatz teilen. Prozentwert hier, ne, durch Prozentsatz. Das ist der Grundwert. So, jetzt habe ich hier eine Aufgabe und zwar heißt die 200 Kilogramm sollen 10% sein. Diese 200 Kilogramm sollen 10% sein. Und der Prozentsatz steht hier unten, also Prozentwert hier oben, Prozentsatz darunter. Und zwar sollen das 10% sein, also geteilt durch 0,10. 0,10 sind ja 10%. Und heraus kommt der Grundwert, ne? Der würde jetzt hier stehen. 200 Kilogramm durch 0,10 sind 2000 Kilogramm. Ne? Die 200 Kilogramm sind 10%. Und die 2000 Kilogramm, könnt ihr noch ein G? Die 2000 Kilogramm, das sind die 100%. Ne? Der Grundwert ist immer 100%. Ne? Der ändert sich nie. Das sind immer 100%. Genau, jetzt mache ich nochmal eine zweite Aufgabe. Wieder den Grundwert errechnen. Ne? Und zwar 65 Liter sollen 5% sein. Wir wollen den Grundwert errechnen. Den Prozentwert haben wir, das sind die 65 Liter. Den Prozentsatz, 5%, sind also 0,05. Ne? 65 Liter durch 0,05 ist gleich 1300 Liter. Ne? 1300 Liter ist der Grundwert. Ne? Das kommt da raus. Ihr könnt die Formel auch wieder zum Prozentwert umstellen, wie ihr wollt. Ne? Aber wenn ihr einmal die Formel aufgeschrieben habt, wie hier oben, dann könnt ihr die nach dem umstellen, was halt gesucht ist. Ne? Zwei Angaben habt ihr und die dritte Angabe wird halt gesucht. Sagen wir noch eine Aufgabe zum Thema Grundwert. Ne? Und zwar 120 Kilometer sind 20% sollen das sein. Also durch 0,20, ne? 120 Kilometer durch 0,20 sind 600 Kilometer. 600 Kilometer sind die 100%. Der Grundwert ist es immer die 100%. Genau. Jetzt, was wir noch suchen können, ist den Prozentsatz. Ich wische das nochmal weg. Dann machen wir drei Aufgaben zum Thema Prozentsatz. So, Prozentsatz. Ich habe jetzt die obere Formel hier nach dem Prozentsatz umgestellt. Die lautet dann, der Prozentsatz ist gleich Prozentwert geteilt durch den Grundwert. Ne? Jetzt habe ich hier eine Aufgabe. Der Prozentwert sind 60 Kilogramm und der Grundwert, also die 100%, sind 400 Kilogramm. Und heraus kommt, wenn man das 60 durch 400 rechnet, da kommt der Prozentsatz raus, ne? So war es ja die Formel. Dann kommt heraus, wenn man das schriftlich dann machen würde, kommt heraus 0,15. Ne? 0,15 sind, können wir direkt ablesen, sind genau 15%. Wenn da 1 rauskommen würde, wäre das 100%. 400 Kilogramm durch 400 Kilogramm sind 1, das wären 100%. Ne? Kommt hier aber in diesem Fall nicht raus. Und hier sind es 15%. Ne? Machen wir nochmal eine Aufgabe.
wo wieder der Prozentsatz gesucht ist. Und zwar der Prozentwert sind 12 Liter. Und der Grundwert sind 120 Liter. Und heraus kommt der Prozentsatz, nämlich 0,10. Und 0,10 sind 10%. Ne? Genau. Das ist vollkommen egal, ob ihr Liter habt oder Kilogramm oder Gramm oder Milligramm oder sonst was oder Kilometer. Vollkommen egal. Der Prozentsatz gibt immer an, wie viel Prozent dieser Teil von dem Ganzen ist, von diesen 100%. Ne? Jetzt mache ich noch eine Aufgabe. Wieder Prozentsatz gesucht. Und zwar 50 Kilometer. 50 Kilometer ist egal, was Kilometer ist oder sonst was. 50 Kilometer ist der Prozentwert, die 50 Kilometer. Und der Grundwert, also die 100%, sind 200 Kilometer. Jetzt die Frage. Der wievielte Teil ist das hier jetzt von diesen 200 Kilometern? Wie viel Prozent sind das? Ne? Prozentsatz ist wieder gesucht. Heraus kommt 0,20. Das sind 20%. 50 Kilometer von diesen 200 Kilometern sind genau 20%. Genau, das war schon zum Thema Grundwert, Prozentsatz und Prozentwert.